es ist so schön draußen jetzt am Wochenende gewesen. Oh ja. Vor zwei Wochen auch schon. Der Sommer kommt, der Frühling, da sind wir schon mittendrin. Da ist es natürlich Zeit, seine Sachen auch mal wieder rauszuholen. Das Fahrrad, den Grill, mal die Fliesen sauber zu machen. Das ist alles Arbeit, die schiebt man immer so vor sich her und denkt, klar genieße ich den Sommer gerne, aber das alles sauber machen, um Gottes Willen. Da brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Wir haben nämlich tolles Werkzeug dafür, womit das sogar richtig Spaß macht noch. Ne? Mühelos und weitestgehend mühelos. Ohne Kraftanstrengung. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Sauber bekommt man seine Fliesen, sein Fahrrad, seinen Grill ja schon mal irgendwie. Allerdings in der Regel doch mit einem sehr, sehr großen Aufwand. Und deswegen möchten wir Ihnen gerne mal zeigen, wie Sie einfach und mühelos einmal rund ums Haus mal ordentlich klar Schiff machen können. Und beginnen werden wir mit einem vierteiligen Bürsten. Set, was ich selber schon ausprobiert habe, zugegebenermaßen nicht rund ums Haus, sondern bei mir in der Wohnung, genauer gesagt im Badezimmer, in der Dusche, aber dazu später mehr. Ich habe hier drei der insgesamt vier Bürsten in der Hand. Diana hat die vierte für Sie in der Hand und das Schöne ist, Sie haben, genau, da ist sie, ja, vier verschiedene und das Schöne ist, die können Sie ganz einfach mit einem handelsüblichen Akkuschrauber benutzen. Sie werden sich fragen, warum brauche ich denn für eine Bürste jetzt auch noch einen Akkuschrauber? Ganz einfach, weil diese Bürsten natürlich nicht nur sehr zuverlässige Borsten haben, sondern durch die Rotierung eines oder durch das Rotieren eines Akkuschraubers natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung entfalten können. Ich möchte Ihnen das gerne mal zeigen. Ich habe hier mal so einen Aufsatz und ja, ich weiß, sieht ein bisschen aus wie der Aufsatz einer Toilettenbürste. Ja, aber ich glaube, dass genau diese Form für mich persönlich absolut prädestiniert ist, um mal in die ganz kleinen Ecken reinzukommen. Dort, wo man normalerweise mit einer Zahnbürste rumhantiert oder überhaupt keine Chance hat. Sie nehmen sich diese Bürste ganz einfach. Das ist ein klassischer Sechskantaufsatz und packen den hier mal in einen Akkuschrauber rein. Eine Bohrmaschine wäre auch denkbar, aber hier das ganze Akkugetriebe ist natürlich eine coole Angelegenheit. Und jetzt sehen Sie mal hier. Hier haben wir richtig Gas. Das zeigen Sie mir mal mit Ihren Händen. Also wenn Sie so schnell mit Ihren Händen eine Bürste bewegen können, dann sollten Sie zum Zirkus gehen oder ein Patent anmelden. Das kann man meines Erachtens wirklich nur mit einem entsprechenden Aufsatz, so wie diesem jetzt hier. Wenn Sie jetzt hier mal sauber machen möchten, beispielsweise hier die Felgen vom Fahrrad, da hängt vielleicht noch ein bisschen Schmutz aus dem letzten Jahr dran. Ganz einfach hingehen, kurz einseifen oder nass machen und dann kannst du jetzt hier mal richtig bis in die Ecken reingehen. Ja? Vorteil ist von so einem Akkuschrauber, den kannst du auch auf rechts und links laufen lassen. Und jetzt kommst du hier mal so richtig schön bis in die kleinen Ecken mit hinein. Auch mehr hier unter Schutzblech und so weiter. Mal einmal wirklich komplett über das ganze Fahrrad drüber gehen. Das ist aber nur ein Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte. Bei Ingo steht ein Grill da vorne. Ja. Und ich möchte wetten, der ein oder andere wird wahrscheinlich auch so in den letzten Zügen des letzten Sommers oder was, vielleicht den Grill auch nicht mehr so hundertprozentig reine gemacht haben. Im Laufe des Winters setzt sich immer Staub und Verschmutzung an. Auch da, bevor Sie das nächste Kotelett draufschmeißen, ganz einfach mal mit einer ordentlichen Bürste drüber gehen und fertig. Ich habe es im Badezimmer ausprobiert, bei mir in den Fugen, in der Dusche, wo sich gerne auch mal ein bisschen was absetzt. Einfach nur fantastisch. Vier verschiedene Größen. Übrigens sind die Borsten so konzipiert, dass sie hart zum Schmutz, aber soft zum Untergrund sind. Auch gerade Holz und so weiter ist ja doch ein bisschen empfindlicher vom Material her. Oder diese Kunststoff-Rattan-Geschichten und so weiter. Aber das hier funktioniert natürlich ganz hervorragend. Probieren Sie das mal aus. Sie werden begeistert sein. Ich glaube, für knapp 12 Euro ist das eine echte Kaufempfehlung. Ja, ich habe sie auch im Bad ausprobiert. Gerade dieser Schmutz in der Duschwanne. Da muss man ein bisschen Scheuermilch und ein bisschen mit dem Lappen sitzt man da ewig dran. Ja. Man kriegt es mit dem Rücken. Und wieder das Chemie, geht wirklich, ne? Wie von Zauberhand sauber. Das vierteilige Bürstenset hat die Bestellnummer NX4796 und die 569. Und damit macht das richtig Spaß. Womit es auch Spaß macht, richtig sauber zu machen, sind unsere Druckreiniger. Ne? Das ist einfach fantastisch, weil man da sofort sieht, was passiert. Druckreiniger ist großartig. Das sage ich nicht nur als Mann, das sage ich im Allgemeinen. Denn mit einem Druckreiniger arbeite ich persönlich unglaublich gerne. Man hat so eine Fliesenfläche hinten auf Balkon oder Terrasse. Man hat so den Eingangsbereich vorne zum Eingang. Und da sieht man natürlich klar, ich sage mal gerade jetzt, wo die Sonne rauskommt, wo die Tage wieder schöner werden, was sich da so im Laufe der letzten Monate alles an Patina abgesetzt hat. In den Ecken, rund um die Säulen, um die ganzen Terrakotta-Töpfe und so weiter im Vorgarten hängt also wirklich eine ganze Menge Schmodder. Und mit so einem Druckreiniger sind Sie natürlich in der Lage, mal eben kurz im Stehen, ein bisschen Wasser dazu, zack, das Ganze mal vernünftig sauber zu bekommen. Jetzt haben wir hier einen Druckreiniger, der hervorragend funktioniert. Rebecca hatte ihn am letzten Wochenende mal mit zu Hause. Wir müssten sie an sich mal mit in die Sendung holen. Aber ich kann Ihnen sagen, sie war absolut begeistert. Einen Druckreiniger vor allen Dingen, für den Sie keinen Stromanschluss brauchen und für den Sie auch keinen Wasseranschluss brauchen. Hä?
Nee, ich brauche keinen Strom und ich brauche kein Wasser. Was kommt denn da raus? Was kommt denn da raus? Arbeiten wir mit heißer Luft? Nein. Wir machen das Ganze hier mit einem Akku. Das gute Stück ist akkubetrieben, bietet Ihnen rund 35 Bar an Druck, reicht völlig aus, um hart zum Schmutz zu sein, die Oberfläche aber nicht zu beschädigen. Ganz einfach nur den entsprechenden Akku aufladen. Ladegerät ist natürlich mit dabei. Und dann funktioniert das auch mal kabelungebunden, natürlich auch mal an einer Stelle, wo Sie vielleicht überhaupt keinen Stromanschluss zur Verfügung haben, im hinteren Teil des Grundstücks. Bevor Sie damit eine Verlängerungskordel anfangen rumzuhantieren, ist das damit schon längst erledigt. Und Wasseranschluss brauchen Sie auch nicht. Sie könnten theoretisch gesehen den Wasserschlauch anschließen, wenn Sie das möchten. Aber das Ganze funktioniert natürlich hier auch mal ohne Wasseranschluss. All dieweil Sie den entsprechenden Schlauch ganz einfach hier auch mal in einen Eimer beispielsweise reinpacken könnten. In einen Teich oder eben auch mal in eine Regentonne. Sie sehen unten so ein kleines Siebchen dran, das heißt, wenn Verschmutzungen in dem Wasser, was Sie verwenden möchten, drin sind, wird das hier rausgefiltert. Und selbstverständlich haben wir hier so eine Lanze, wo man ganz einfach also auch mal punktgenau oder etwas breiter vom Strahl herangehen kann. Und Diana, ich weiß, dass du begeistert bist von diesen wasserlosen und stromlosen Geschichten, weil du sie mal ausprobiert hast hier bei uns auf dem Grundstück, oder? Ja, nicht mit diesem, aber mit ähnlichem Gerät habe ich das auch in unseren Fliesen hier vor dem Studio auch ein bisschen geputzt und ich war wirklich begeistert. Das macht nur Spaß. Ja, wahrscheinlich wir denken jetzt, wir müssen alles reinigen jetzt draußen. Das kann Grill sein, das kann Fahrrad sein, das kann Terrassenmöbel und manchmal denkst du, okay, ich möchte das nicht machen, ich möchte schon genießen, aber ich muss sagen, das macht wirklich Spaß und wenn Sie geben diesen Gerät zu einem Mann, dann ich glaube, das wird wirklich alles Picobello draußen, das ist jetzt wirklich die Zeit und ich finde Preis natürlich einfach Wahnsinn für solchen starken Gerät natürlich und das wäre auch nicht abhängig von Kabel, von Steckdose, einfach eine Eimer mitnehmen oder Schlauch können Sie auch hier anschließen, ich bin wirklich begeistert und das wiegt gar nicht. Das bedeutet, Sie würden Ihre Hände immer noch, Arme immer noch fühlen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich genial. Auch für Camping auch können Sie mitnehmen. Also ich war wirklich begeistert und übrigens, wir haben keine schwarze Fliesen draußen, wir haben roten Fliesen. Nur wegen mir, ich bin super stolz. Also wirklich, ich bin nur begeistert und kann nur weiterempfehlen. Es gibt ja so Momente, wo man wirklich denkt, oh Gott, wie kriege ich das denn wieder sauber? Sie kennen das vielleicht, ja? Wir kennen das alle, glaube ich, wenn Sie ein Haus haben mit einer Regenrinne, gerade so in den Herbst hinein, so Oktober, November, wenn die Bäume alle die Blätter fallen lassen, dann setzt sich das alles schön bei Ihnen in die Regenrinne rein, über den Winter verteilt, verrottet das natürlich und jetzt haben Sie quasi diesen Biomatsch in den Regenrinnen, im Fallrohr mitunter auch noch und das verstopft natürlich dann auch gerne mal mit so einem Gerät, das eben nicht gerade 30 oder 40 Kilo wiegt, wie viele andere Druckreiniger hier, können Sie auch mal auf eine Leiter klettern, Sie stellen sich einen Eimer daneben und machen ganz einfach da auch mal die Regenrinnen sauber oder mal ein schönes Vordach bei Ihnen im Eingangsbereich. Ja, einfach mal im hinteren Teil mal alles sauber machen oder eben auch mal die Fliesen, die glatten Fliesen auf Balkon oder Terrasse mal von der Patina entfernen. Es geht ja nicht nur um Optik, ist ja auch mitunter gefährlich. Also gerade so diese glitschige, grüne Zeug, was da drauf ist. Wir haben so eine Holzveranda auf dem Balkon. Das ist natürlich, sobald es nass ist, ist das wie Schmierseife. Ja, musst du höllisch aufpassen. Gerade jetzt, wenn es auch noch feucht ist, morgens oder abends. Ja, und da kannst du mit einem Schrubber natürlich stundenlang schrubben oder du nimmst hier so einen Druckreiniger. Mit Messer und das ist wirklich schrecklich. Wir haben das gerade auch gesehen im Filmzuspieler, die ganzen Fugen beispielsweise. Ja. Meine Freundin flucht schon seit 2 oder 3 Wochen, die fängt schon an mit Essigessenz und so weiter, das Unkraut aus den Fugen zu entfernen, was natürlich auch immer nur leidlich funktioniert. Auch da ist so ein Druckreiniger vielleicht mal die allererste Wahl. Und nochmal, das Ganze funktioniert eben kabelungebunden. Das heißt, Sie haben hier einen Akku dran, der erzeugt genügend Power, um hier auf die 30 Bar Druck zu kommen. Sie können vorne diese Lanze entweder punktgenau einstellen oder eben auch ganz einfach mal auf eine etwas breitere Fläche. Beides funktioniert hervorragend. Und alles, was Sie dann noch brauchen, ist ein Eimer mit Wasser oder mal aus einem Teich heraus. Im Bootsbereich macht man das direkt mal mit dem Seewasser zum Beispiel. Mhm. Da darf man ja auch meines Wissens gar nicht mehr mit ganz sauren Trinkwasser hantieren. Dann nimmst du das Wasser direkt aus dem See oder aus dem Fluss heraus. Also das ist ein unglaublich cooles Teil. Und wenn du vielleicht im Winterquartier jetzt mal deinen Camper oder was rausholst, kannst du da auch mal drüber gehen und kannst den auch mal wieder sauber machen. Sieht ja auch manierlich aus. Also ein paar Minuten Einsatz und Diana hat völlig recht. Drücken Sie einem Mann einen Druckreiniger in die Hand und geben Sie ihm 2 Stunden Zeit. Dann ist einmal rund ums Haus alles klar Schiff gemacht. Ja, das ist sehr praktisch.
Ich finde das so genial, dass du das Wasser mitnehmen kannst. Weißt du, dadurch bist du ja wirklich ungebunden. Vielleicht auch mal in einer Mietwohnung, wo man einen Balkon hat, kann man damit mal rausgehen. Mit so einem richtigen Druckreiniger, mit Schlauch und Strom und so eine Kiste, die man hinter sich herziehen muss, ist das ein ganz anderer Schnack hier. Das geht wirklich sehr, sehr einfach. Unser Akku-Druckreiniger, der kommt übrigens tatsächlich auch mit Ladegerät und Akku. Da ist schon alles dabei. Für unter 60 Euro ist der Wahnsinn. Mit der Bestellnummer ZX7319 und der 569 kommt der zu Ihnen nach Hause und dann können Sie ja im Prinzip sofort loslegen und Ihr Außenbereich wird picobello aussehen, das können wir Ihnen versprechen. Jetzt haben wir noch hier diesen Druckreiniger, den hatten der Rebecca hatte den mit und die war richtig begeistert. Die kam eben rein, ist am Freitag mitgenommen. Ich probiere ihn mal aus, weil sie vor kurzem umgezogen ist und da bleibt natürlich auch so ein bisschen was auf der Strecke und insofern ist das durchaus sinnvoll, besonders dann vielleicht auch mal auf Balkon oder Terrasse. Haben Sie auf Ihrem Balkon einen Wasseranschluss? Also ich suche den vergeblich und insofern stehst du natürlich auch gerade an so einer Stelle. Das ist ja der Vorteil, ne? Ja, dass du hier wirklich alles dabei hast. Du brauchst nichts. Ja, und der ist wirklich kinderleicht, ne? Ja, also das Schöne ist, der ist unglaublich leicht. Den können Sie natürlich auch, die Lanze ganz einfach vorne rausdrehen und Sie legen sich das Ding auch gerne mal in den Camper. Und ich weiß, dass man da per se immer recht wenig Platz hat. Vielleicht auch rund ums Haus. Die Garage ist vielleicht auch dann eben mit Auto, mit Fahrrad, mit Rasenmäher und so weiter auch schon ordentlich besetzt. Und wenn man da jetzt immer auch noch mal so einen 20, 30 Kilo schweren Druckreiniger oder Hochdruckreiniger hat, die auch schnell mal 300, 400 Euro kosten können, weiß ich nicht, ob da unbedingt jeder den Platz zur Verfügung hat. Und gerade bei den klassischen Hochdruckreiniger, das werden wir auch bei dem nächsten Modell gleich nochmal thematisieren, hat man häufig schon fast zu viel Druck, gerade wenn es vielleicht auch auf lackierte Flächen und so weiter geht, da muss man ein bisschen aufpassen. Dieser hier hat genau den richtigen Druck, den Sie brauchen und ein Preisgefüge zum Niederknien und ich behaupte, da haben Sie viele Jahre Freude dran. Ja, Sie sparen fast 20 Euro, weil Sie jetzt Pearl TV schauen. Ich sage Ihnen nochmal die Bestellnummer für unseren Akku-Druckreiniger, das ist die ZX7319 und die 569. Gerade im Frühjahr verkaufen die sich sehr, sehr gut. Natürlich, jeder will seine Sachen in Ordnung bringen. Da sollten Sie schnell sein, bevor Ihnen den jemand vor der Nase wegschnappt. Jetzt haben wir noch einen etwas kräftigeren und etwas umfangreicher vom Zubehör hier. Ja. Noch einen Druckreiniger. Es ist natürlich eine Frage, was man machen möchte. Ich sag mal, die 30 Bar Druck von dem akkugebundenen Gerät sind in der Regel vollkommen ausreichend. Mitunter haben Sie aber auch schon mal etwas härtere Verschmutzungen. Da muss dann vielleicht auch schon mal ein kabelgebundenes Gerät dran. Sie kennen das bei einem Akkubohrschrauber beispielsweise, wenn es mal um ein Loch in ein Stück Holz oder was geht, ist so ein Akkubohrschrauber völlig ausreichend. Möchten Sie natürlich jetzt irgendwo mal mit einem Schlagwerk oder sowas in ein Mauerwerk rein, um da mal einen Dübel reinzukriegen, dann sind natürlich kabelgebundene Gerätschaften in der Regel etwas kraftvoller. Und das Gleiche gilt natürlich hier für unseren Hochdruckreiniger an dieser Stelle auch. Der ist kabelgebunden, hat eine schöne lange Kabelzufuhr, übrigens auch sehr schön ins Gerät integriert, das heißt sehr schön aufgewickelt und vor allen Dingen einen langen Wasserschlauch, dass Sie eben auch mal hier ganz entspannt zu Werke gehen können. Das ist das eigentliche Basiselement und Sie werden feststellen, dass natürlich hier zum einen ein Gartenschlauch ohne weiteres Platz dran finden kann. Das sind ja mittlerweile schon seit vielen Jahren diese klassischen Klick-Standard-Anschlüsse, die man da verwendet. Die passen natürlich hier an dieser Stelle auch. Sie können aber auch ganz einfach auf das Pumpwerk in diesem Gerät setzen. Das heißt, auch hier sind Sie nicht unbedingt auf einen Wasseranschluss angewiesen. Auch hier könnten Sie das Wasser direkt aus einem Eimer oder aus einer Regentonne heraus generieren. Strom brauchen Sie dann allerdings schon dafür. Das Schöne ist, Sie haben hier so eine richtige Multifunktionslanze, die sich ganz einfach auseinander und wieder zusammenstecken lässt, in Kombination mit so einem Schaumdüsenaufsatz zum Vorbehandeln, zum Vorreinigen. Einfach ein paar Tröpfchen des Reinigers Ihres Vertrauens rein, ein bisschen Wasser dazu und dann vielleicht vorher mal einweichen. Und dann können Sie mal hingehen, gerade mal solche Geschichten, wie sind mal so Fahrräder oder was, Grill, alles das, was Sie eben in den letzten hier so Monaten... Die ganzen, zwischen diesen ganzen Da kommst du gar nicht dazwischen. Ja. Da habe ich also auch schon mit der Zahnbürste, mit der Wurzelbürste habe ich auch schon hantiert. Aber sowas ist nie so kraftvoll wie ein vernünftiger Druckreiniger. Da kannst du besser mit arbeiten. Ja. Ja. Schönes, kompaktes Gerät, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist, wie gesagt, auch so transportabel. Wissen Sie, auch da möchte man vielleicht mal hier und da mal von einer Stelle des Grundstücks zur anderen gehen. Sie kennen das mit diesen etwas schweren Geräten eines namhaften Herstellers hier in Deutschland, tun sich damit unter schon mal schwer. Die stehen auf Rollen und wenn Sie sowas mal über den Rasen ziehen, wissen Sie, was das bedeutet. Hier kannst du ganz einfach mal hingehen und schnappst dir den mal ganz kurz. Eine sehr, sehr schöne und vor allen Dingen sehr, sehr handliche Lanze mit einem entsprechenden Aufsatz vorne drauf, dass Sie ganz einfach durchdrehen, auch hier wieder punktgenau arbeiten können, wenn Sie mal genauso in die feinen Ecken rein möchten oder eben ganz einfach ein bisschen weiter aufdrehen. Da wird das Ganze zu einer größeren Fläche. Und hier haben Sie bis zu 110 Bar Druck.
Klassische handelsübliche Hochdruckreiniger haben in der Regel so um die 130, 140 Bar Druck. Und gerade bei so einem Fahrrad, wissen Sie, da haben Sie vielleicht mal so eine kleine Ecke oder einen kleinen Riss oder sowas im Lack drin. Wenn Sie da mit 130, 140 Bar Druck draufgehen, dann kann es Ihnen mal passieren, dass mal so ein bisschen was wegsplittert. Bei Steinen beispielsweise ähnlich. Ralf hat so Natursteinplatten auf der Terrasse liegen. Wenn man da nicht aufpasst, wenn man mit zu viel Druck rangeht, kann man da also auch schon mal was kaputt machen. Holz ist auch mal so ein bisschen sensibel, deswegen sind die 110 Bar Druck hier perfekt abgestimmt, um hart zum Material zu sein, aber doch schonend zum eigentlichen Untergrund. Das heißt, ganz egal, ob Sie lackierte Flächen bearbeiten möchten, ob Sie beispielsweise auch mal Ihr Garagentor absprühen möchten oder mal die Pergola im Garten oder von mir aus auch gerne mal das Vordach oder was sauber machen möchten, damit funktioniert es zuverlässig, ohne dass Sie Angst haben müssen, irgendwas kaputt zu machen. Also die Frage ist, für was entscheiden Sie sich? Also, dass man einen Druckreiniger braucht. Ich glaube, da sind wir Männer uns einig. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Es macht einfach Spaß, weil das Ergebnis sofort und deutlich sichtbar ist. Frage ist immer nur, habe ich den Platz, habe ich einen Wasseranschluss, habe ich einen Stromanschluss, möchte ich vielleicht auch mal im vorderen Teil des Grundstücks agieren, dann ist vielleicht das akkugebundene Gerät interessanter für Sie. Wenn Sie mal richtig ordentlich Druck brauchen und einen Stromanschluss zur Verfügung haben, empfehle ich Ihnen eher das kabelgebundene Gerät. Beide sind absolut fantastisch. Ich finde das so genial an dem, gerade so im Vergleich zu den anderen Hochdruckreinigern, die also auch so kraftvoll sind. Du hast hier eben nichts, was du hinter dir herziehen musst. Es ist alles schön kompakt hier an dem Gehäuse angebracht. Guck mal, mit zwei Finger. Da, hier. Und die Schaumdüse ist auch schon mit drin, ne? Ja. Du musst also, wenn du den in Betrieb nehmen willst, nicht, oh, wo habe ich denn jetzt den Schaum und wo habe ich jetzt dies, wo habe ich das? Ist alles hier im Gehäuse mit untergebracht. Und das ist ja nun wirklich sehr kompakt, auch dann wegzustellen, ganz einfach. Das ist es ja gerade. Du brauchst nicht wirklich viel Platz. Du nimmst die Lanze ganz einfach runter, drehst hier vorne den Schaumdüsenaufsatz drauf, um ein bisschen vorzubehandeln. Macht man ja ganz gerne mal, um da so wirklich bis in die kleinen Ritzen reinzukommen. Am besten so einen etwas festeren Schaum, der auch mal bis in die Ritzen reingeht. Und alles andere machen Sie mit dem Hochdruckreiniger weg. Und ich behaupte ja sowieso, dass man so einen Hochdruckreiniger nicht nur einmal im Jahr zum Frühjahr braucht. Auch der Sommer wird seine Spuren hinterlassen. Der ein oder andere wird vielleicht auch gerade in diesen Tagen so sein persönliches Waterloo mit dem ganzen Rapspollen und so weiter erleben. So schön wie das aussieht, ich war am Wochenende auch wieder unterwegs mit dem Auto und diese gelben Felder sind einfach gerade, wenn die Sonne rauskommt, ein absolutes Träumchen. Wenn Sie aber da mal über den Lack Ihres Autos gehen oder vielleicht auch mal die Gartenmöbel und so weiter, wenn Sie da mal kurz drüber gehen, dann wissen Sie, in drei Tagen haben Sie die Sauerei wieder da drauf. Da gehst du ganz einfach hin, stellst mal eben den Druckreiniger dahin und machst sie mal eben wieder schnell sauber und dann ist das Ganze also auch für die nächsten Feiertage oder fürs nächste Wochenende wieder einsatzbereit. Und ich finde, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sind wir hier super unterwegs. 300, 400 Euro wie nichts an anderer Stelle. Der hier noch nicht mal bei 100 Euro. Das ist ein super Angebot. Ja, vor allem klein, kompakt, aber sehr, sehr kräftig. 89,99 Euro ist unser TV-Sonderpreis für Sie. Den können Sie bestellen mit der Bestellnummer ZX7340 und der 569. Und dann steht einem sauberen Außenbereich, einem sauberen Grill, einem sauberen Fahrrad, egal was, nichts mehr im Wege. Ja, der braucht jetzt Strom. Da haben wir natürlich auch noch ein Außenstromkabel mit ordentlicher Länge für Sie im Angebot. Wind- und Wetterfest, das kann man auch mal liegen lassen, ohne dass was passiert. Allein schon deswegen, weil natürlich hier vorne der entsprechende Anschluss ganz einfach mit einer Kappe gesichert ist. Wenn Sie ihn brauchen, ganz einfach die Kappe runternehmen, Bombs und den Stecker rein. 5 Meter lang, auch stabil ummantelt. Das also auch hier vielleicht mal das UV-Licht von der Sonne. Sie kennen das im Laufe der Monate und Jahre, blasst sowas schon mal aus oder wird mal ein bisschen knickrig, kann also hier diesem Kabel eigentlich kaum was anhaben, das ist schön flexibel und ich glaube mit 5 Meter Kabellänge von unserem Hochdruckreiniger in Kombination mit dem 5 Meter Verlängerungskabel haben Sie 10 Meter Kabel zur Verfügung, das gibt einen entsprechenden Radius, also da werden Sie mit Sicherheit schon sehr gut hinkommen, wenn nicht, finden Sie natürlich auch bei uns, das zeigen wir in der Sendung nicht, aber das hätten wir theoretisch gesehen auch für Sie im Programm auch nochmal Kabel trommeln mit ungefähr 25 Meter Länge, aber ich glaube die meisten werden mit einem 5 Meter langen Kabel ohne weiteres hinkommen. Bestellen Sie sich das am besten gleich mit dazu und dann können Sie in wenigen Tagen direkt schon loslegen hier. Das Kabel hat die Bestellnummer NX7394 und die 569. Ich liebe es, mit einem Hochdruckreiniger richtig sauber zu machen. Es macht Spaß, weil man den Erfolg sofort sieht. Sie haben das an den Fliesen gesehen. Das war schwarz. Wir sind dann mit einem Hochdruckreiniger rübergegangen, haben wir gesehen, die sind hellgrau. Du hattest gesehen, dass wir sogar rote Fliesen da draußen irgendwo haben. Überraschung. Hast du entdeckt. Das können Sie auch zu Hause. Und wie gesagt, nicht nur für Fliesen, auch hier für den Grill, fürs Fahrrad, für alles, was im Außenbereich ordentlich sauber gemacht werden muss, sind das genau die richtigen Reiniger für Sie. Sie müssen sich nur entscheiden, welchen der beiden Sie wollen, vielleicht sogar beide, aber Sie sollten jetzt anrufen, damit Ihnen das niemand vor der Nase wegschnappt.